Komm, die müssen besiegt werden. Irgendwie. So. Gehen wir da runter, gehen wir da runter. Oder komm, ich lasse es mal kurz langsam. Tut mir leid, Leute. Aber das sieht gerade heftig nach einer Niederlage aus. Schon wieder. Und ich will das möglichst vermeiden. Falls ihr versteht. Ich möchte nicht schon wieder verlieren. Da ist auch schon einer durchgekommen. Wie denn? Wo denn? Ich hab's nicht gesehen, obwohl wir es hier auf gerade auf Baby langsam haben. Und trotzdem sehe ich nicht, wo die Gegner herkommen. Ja, super. Ehrlich, ganz großes Kino. So, setz dich mal dahin, setz dich mal darauf. So, wo kommen die nächsten Gegner? Da kommen welche. Und ich habe da keine Cubes stehen. Ja, super. So. Nächste Welle. Komm da. Nee, noch nicht. Noch ist es diese Welle. So, jetzt können wir gleich den ersten Rocky und dann können wir auch wieder auf Normalgeschwindigkeit. Tut mir leid, ich hatte ja eigentlich gesagt, die Zeit benutzen wir nicht. Ist schon ganz, ganz lange her, wo ich das mal gesagt habe. Aber ich glaube, in manchen Maps geht es einfach nicht anders. Da muss man die benutzen. Ich meine, wie will man das sonst schaffen? So, und ich lasse es jetzt noch kurz und langsam. Können wir mal kurz auf Vollspeed machen. Nur um dann wieder zu verlangsamen. So. Jetzt müssen wir beten. Die müssen wir schon verkaufen. Die müssen wir auch verkaufen. Stellen wir noch einen zweiten hoch. So. Ein paar Grills habe ich noch. Verkaufen. Wie geht's euch beiden? Wie geht's euch beiden? Oh, Bagge. Oh, Bagge. Jetzt wird der Rocky da oben angegriffen. Ehrlich, was für eine Frechheit. Nein, da wollte ich dich nicht hinschicken. Gut, setz dich darauf. So, und du setzt dich dahin. Zack, dann setzt du dich einen runter. Und dann können wir, glaube ich, auch auf Normalgeschwindigkeit machen. Jetzt haben wir fast 4 Rickys. Das sollte doch zumindest schon mal etwas helfen. Und gleich können wir uns den 5. holen. Den hole ich mir mal auch sofort. Dann verkaufe ich mal diesen Grill hier unten. Verkaufe diesen Grill hier unten. Verkaufe diesen Grill hier unten. Und holen wir noch einen weiteren Rookie. Verkaufe diesen Grill hier unten. Und hoffe, dass ich mir gleich den nächsten Grill holen kann. Den setze ich dann nämlich dahin. Der nächste bitte. Danke. So. Jetzt geht das relativ schnell mit den Wellen. So, das sieht doch schon viel besser aus als wir eben. So. Ist okay. Gut. Aber wie hätten wir das sonst eben schaffen sollen? Ganz ehrlich, Leute, wie hätten wir es schaffen sollen? Ich habe keine Möglichkeit gesehen, das irgendwie einigermaßen gut hinzubekommen. Den nächsten Ricky, wo setzen wir den hin? Den setzen wir jetzt mal hier hin. Und der nächste und der letzte damit auch kommt dahin. Wie geht's den Rickys hier oben? Na, fast noch allen fantastisch, aber leider nur fast. So, ein Ricky noch und ich glaube, dann haben wir die Sache so gut wie geschnitten, wenn ich es mal so sagen darf. Jetzt kann ich auch die Zeit mal kurz ein bisschen schneller machen. Auch wenn ich das eigentlich auch nicht wollte. So, also, wo sind die Gegner? Da kommen sie. So sieht das aus, wenn es auf volle Power Geschwindigkeit ist. Stell's jetzt aber lieber doch in Nummer hin, weil, naja, ein bisschen doof ist es ja denn schon, ne? Aber nur ein bisschen. Keine Sorge, nicht vollkommen doof. So, dann drücke ich mal die W-Taste für die nächste Welle, weil ich jetzt vollkommen übermütig bin, dass wir es schaffen. Ich meine, die Positionen sind gut. Sollten wir einen verlieren, kann ich sofort einen Nachschub holen. Wir haben auch noch jetzt eine Damage on the Freeze-Kiste.
Das heißt, sollte es wirklich sehr bremsig werden, könnten wir die sogar damit noch aufhalten. Und dann muss das zu schaffen sein. Ich wollte gerade sagen, ich höre keine Raketen mehr. Wo sind die Geräusche abgeblieben? Nun gut. Nun gut. Ach, das war die 20. Runde? Keine Bosse? Nichts? Okay. Merkwürdige Geschehnisse sind hier. Keine Bosse? Keine Bosse. Gratulation! Cubes Ernt 838. Units gekauft 15. 7 verkauft. 266 Gegner besiegt. 9 Leben haben wir noch. 354 Cubes haben wir ausgegeben. Ach nee, haben wir noch übrig. Wuhu! Und 0 Einheiten verloren. Und aber nur Gold. Bluh, weil wir einen verloren haben. Naja, gut. Pick new level. So, dann wollten wir einmal Level Teams resetten. Mal wieder das ganz stinknormale nehmen. Auch wenn es nicht stinkt, aber eben halt trotzdem das normale. Und dann gehen wir weiter zu Twisted. Oh, Backe. Die Karte sieht schon so unfreundlich aus, dass ich diese Unfreundlichkeit nicht... Ja, klar, da oben. Wollen wir wetten, da kommen noch Bosse, Raketenwerfer, alles mögliche. Die mit den Armbrust und so weiter. Das sieht ja jetzt schon so... Das sieht ja... Nee, kein Kommentar. So, wie sollen wir das jetzt machen? Wo kommt denn die erste Welle her? Das heißt, ich muss ja eigentlich da vorne hinstellen, ne? Theoretisch. So, die Karte von oben aus. Twisted, ja, passt gut. Wenn man von hier zum Beispiel guckt. Oder von da, halt die Achterbahn, ne? Twisted. So ein Dreher. So, ich hoffe, dass sie die erwischen. Weil... Ja, super, erwischen schon mal nicht alle. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ihr geht wieder mal ein Stück zurück. Das heißt, ich muss noch einen vierten ausgeben für den hier, damit wir den aufhalten können. So. Nachdem er weggeballert ist, können wir den auch da hinsetzen. Einer hat von denen schon ein bisschen Leben verloren. Das geht aber noch völlig in Ordnung. Eine Freeze-Kiste erscheint. Die hole ich mir sofort. Karte von oben. Das sieht alles gut aus. Und ja. Schön, schön. So, jetzt sollte ich den aber möglichst schnell zurücksetzen. Und jetzt schauen wir schon mal auf unseren ersten Rocky. Auf der Hoffnung, dass wir, ja, halt können, ne? Und so. Ich verliere irgendwie gerade die ganze Zeit meinen Textfaden. Wir können mal die Musik wieder wechseln zu Ricky's Team. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Eine wurde von uns besiegt. Wir haben noch nicht alles zusammen. Rocky, du musst hier leider jetzt unbedingt ganz schnell kommen, weil... Ja, super. Freeze! Ich habe die Freeze-Kiste völlig vergessen. Wir haben ja eine. Ja, super. Ich bin ja schlau. Echt schlau. Da vergesse ich einfach die Freeze-Kiste. So, ich hoffe, das wird jetzt noch was. Da ist eine Damage-Kiste. Die sollte ich mir möglichst holen. Gerade sagen, unser Rocky ist, naja, der ist trotzdem schon, ja, super, klasse. Unser Rocky ist hinne. Okay, ich glaube, das wird nichts. Ich muss umändern, hier oben aufstellen. Verkaufen.
Ja, jetzt muss der hier unbedingt überleben. Für eine ganze Weile. Na super. Das sieht nicht gerade sehr schön aus. Wir haben noch alle 10 Leben. Aber einige Cubes verloren. Und da kommt eine ganze Masse an. Na super. Auch noch Granatenwerfer. Ich sehe ehrlich gesagt so schwarz wie unsere Ninjas. Also wirklich. Weil das ist ein ganzer Haufen, ganzer Batzen, der jetzt auf uns zukommt. Das könnte wirklich übel enden. Wir werden sehen. Wir haben zwei Rockies. Schaffen die ihre Verteidigung? Oder wird das daneben gehen? Und es wird. Ja, naja, noch können sie sich retten. Noch können sie sich retten. Ich kann einen dritten Rookie holen, und damit sieht das die Situation etwas besser aus. Auch wenn wir unseren einen Rookie verloren haben, gerade eben. Und das nur wegen den Granatenwerfer. So. Das bedeutet. Wir müssen uns gleich mehr Rockies holen. Dich setze ich mal runter. Das hat einen Grund, damit er die da oben schneller abballern kann. Weil von da oben trifft er einfach nichts. Also doch, die hier unten, aber nicht die da oben halt. Und das bringt uns nicht gerade sehr weit. Da oben packen wir dann lieber gleich einen Heiler hin. Wo ich gerade am Überlegen bin, ob ich den als nächstes jetzt schon gleich spare, weil. Ja, Schaden kriegen die auf jeden Fall die ganze Zeit im Verkaufen. Das wird es nicht bringen. Wenn ich ehrlich bin. Also glaube ich, hole ich mir gleich einen Mike als erstes. Mike, wo bist du? Wir brauchen dich ganz dringend. Danke. Und der Mike ist da oben. Und es sah schon wieder aus, als würde er gleich runterfallen. Naja. Ich will da jetzt mal nichts sagen. So, unser Mike. Tut denn dann seine Arbeit? Ja, und hat schon ordentlich HP verloren, um die anderen zu heilen. Gnadenlos opfert er hier sein Leben. Nun gut. Mal kurz gucken, ob das Mikro noch sitzt. Ja, es sitzt nur einigermaßen. So, jetzt kann ich gleich in die Offensive gehen. Naja, erstmal einen neuen Mike holen, würde ich sagen. Wenn ich mir das richtig angucke. Oh, der hat ja mit seiner Granate voll daneben getroffen. Gut, wenn, solange wir den noch nicht brauchen, holen wir noch zwei weitere Rickies. Da haben wir 7 von 8 schon. Welle 15 von 20. Und unser Mike macht es hier. Er macht seine Arbeit sehr gut, auch wenn er uns leider gleich verlassen wird. Wahrscheinlich bei 75 von 250 Leben ist das nicht gerade, naja, sehr toll. So, da läuft er nämlich auch schon los und gibt sein Leben wieder etwas ab. 60 hat er noch. Sobald er bei 40, 30 ist, müssen wir sofort reagieren. Dann wird er nämlich abgebaut. Und das wäre genau. Noch nicht. Ich möchte ihn voll ausnutzen. Also volle Kanne, ja, ausnutzen. Besonders ausnutzen. Ne, wir nutzen ihn ja nur aus. Ist ja sicherlich nicht so, dass er die Erde gegen Aliens verteidigt. Nein, wir nutzen ihn natürlich nur aus. So, und wenn ihr ein bestimmtes Texture Pack für die Cube-Welt haben wollt oder bestimmte Cube-Themes, die wir nehmen sollen und die der Gegner nehmen sollen, dann schreibt es einfach in die Kommentare, damit eure Wünsche doch mal erhört werden und ihr hier ein bisschen mit interagieren könnt. Auch wenn es zu wenig ist, aber es ist zumindest etwas, denn schon mal. Es ist schon mal ein Anfang. 209 Cubes haben wir. Ich gucke hier momentan nur in eine Richtung. Ich bin ja total schlau, ja. Nun gut.
Wieso ist der Gegner schon wieder schwarz? Das gefällt mir gar nicht. Wir sind doch hier die Schwarzen. Ihr seid doch die grünen Aliens. Ja, also... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Fragt mich nicht. Also grün ballern sie immer noch raus, wenn sie besiegt werden, aber... Ihre schwarze Farbe hat sich trotzdem verabschiedet. Und ich weiß nicht, warum. So ist das aber nun mal. So, dann können wir ja nochmal ein weiteres Ricky da unten hinsetzen. Und nur noch auf den Mike aufpassen, dass der uns hier nicht vorher abmuxt, bevor wir einen neuen Heiler holen. Und nicht so viele Cubes verschwenden. So. Jetzt. Nein, jetzt habe ich ihn abvisiert. Nein. Bis ich den wieder. Ey, kommst du? Ja. Na, noch hat er 33. Geht ja noch in Ordnung. Geht ja noch in Ordnung. Ich würde gerade sagen, ja, jetzt verlieren wir ihn. Puh, das war ganz knapp. Wenn wir 19 von 20 haben, ist auch schon fast geschafft. Auch wenn es am Anfang ziemlich knapp aussah. Ich glaube, wir haben es doch recht gut hinbekommen. Die Map. Würde ich sagen. Wir haben zwar einige Cubes verloren. Ich glaube, 5 Stück insgesamt, ne? 5? Ja, kommt hin. 5 oder 6 sogar. Also auf jeden Fall eine ganze Masse. Ich drücke mal die W-Taste, damit die nächsten Gegner mal kommen. Die sollen nämlich mal erscheinen. So, und unser Dings ist in Bewegung. Ich lese ab. Er hat noch... Nein, ich hab's zu spät. Verdammt. Das tut mir leid. Ich hab's... Jetzt noch nicht. Die Bosse können von da hinten schießen. Oder war da oben noch einer? Oha, da kommt jetzt aber nochmal eine ganze Welle. Eine ganze Welle. Na, der hat noch genug Leben. Aber ich glaube, wir sollten uns, statt wie auf ihn jetzt zu achten, lieber die Wikis behalten, weil die vielen Bosse, die könnten gleich nochmal richtig schön reinhauen. Aber ich habe schon eine Idee. Wir setzen ihn einfach da runter. Da kann er nämlich gar nichts machen. Ah, siehst du, da landen die nämlich alle oben und da kann er nicht angreifen. Passt auf. Seht ihr? Alles landet oben. Alles landet oben. Der ganze Daily Rain landet oben. Die Aliens sind zu doof. Das heißt, sie machen überhaupt gar keinen Schaden. Und wir haben gute Chancen zu gewinnen. Es sei denn, sie lassen sich nicht besiegen. Was ich aber hoffe, ehrlich gesagt. Ja. Und? Tada! Congratulations! Wir haben diese Map mit Leichtigkeit bestanden. Wie viele Cubes haben wir geerntet? 1097. 16 Einheiten haben wir uns gekauft. 2 haben wir nur verkauft. Wir haben insgesamt... Lasse mich lügen. Insgesamt. Ratter weiter. Na, komm. 302 Cubes besiegt von den Gegnern. Alle 10 Leben behalten. 340 Cubes haben wir ausgegeben und... Also wenn ich das richtig lese, ich kann leider kein Englisch. Aber ich versuche es mal alles zu erraten, möglichst. Und 6 Einheiten haben wir verloren. Siehst du, sage ich doch, 6. Tja, gut, Platin haben wir zumindest. Ist schon mal etwas Tolles. Gut, dann kommen wir zur nächsten Map. Und das ist die Up-Down? Ach, hoch runter, okay. Up-Down, okay, legen wir mal los, Up-Down. Oh nein. Okay, das Positive an der Karte ist, wir haben nur einen Punkt. Das Negative ist, da kommen so viele, schön viele Bosse raus. Und das Zweite ist, wo geht da oben? Oh, ja, ich hab nichts gesagt. Ja, also ihr habt nichts gehört. Obwohl, die laufen zu schnell, ne? Dann müssten wir die hier hinsetzen. Uha. Ja, da müssen wir jetzt wohl überlegen, wie wir es machen. Tut mir leid, eine verstopfte Nase sagt schon wieder Hallo zu mir. Diese Erkältung will aber auch einfach nicht weggehen. Es ist schlimm. So, die Karte sieht in ungefähr, also nur ungefähr, ist natürlich nicht jetzt die genaue Spielmap, ne, aber in ungefähr sieht die Karte so von oben aus.